Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Train Mechanic Simulator 17. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und ich habe gerade mal irgendwie so ein bisschen, Probleme mit meiner Maus. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Wir müssen noch ein bisschen was reparieren und zwar an den Elektroloks. Auftrag Nummer 6. Wir haben eine Meldung, ein Problem mit einer Lokomotive erhalten. Prüfen Sie den Zustand des Fahrzeugs und führen Sie notwendige Reparaturen aus. Genau dies werden wir tun. Da kommt die Elektrolok schon reingerollt und jetzt schauen wir mal, was hier kaputt ist. Prüfe den vorderen Stromabnehmer. Einkommen. Na okay, prüfe den hinteren Stromabnehmer. Mach mal. Vordere und hintere Stromabnehmer. Was auch immer das ist. Warte mal, was sind denn die Stromabnehmer? Stromabnehmer, Stromabnehmer, Strom. Triebwagen, Stromabnehmer. Wartet mal, wir könnten ja theoretisch mal Stromabnehmer. So, filtern. Nö. Nö. Ist falsch geschrieben? Ach ja, stimmt. Stromabnehmer. Ja, ich bin ein Pfosten. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin ein Pfosten. So, die Stromabnehmer, genau. Das war ja hier oben das. Moment. Haben wir das nicht gemacht schon? Wieso können wir keine Diagnose machen? Hä? Okay. Wir können keine Diagnose machen. Was denn? Okay. Jetzt können wir eine Diagnose machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt gerade keine Diagnose machen konnten. Das ist ja strange. Okay, hier ist nur eine Stange kaputt, so wie es aussieht. Das ist ja easy. Jetzt weiß ich aber nicht. Nicht gefunden. Okay, aber wir könnten. Okay, wir müssen komplett auseinanderbauen, so wie es aussieht. So, dann haben wir den schon mal. Theoretisch. Naja, nicht nur theoretisch. Na, geht doch mal weiter jetzt. Das ist aber auch heute wieder schlimm. So, warte mal. Das können wir abnehmen. Das gute Stück. Das runter. Das runter. Aber was soll denn hier vorne... Das verstehe ich nicht. Irgendwie. Er demontiert es auch nicht. Ach doch, jetzt die Stange. Feder. Okay. Wir haben ein Teil nicht gefunden. Was? Welches Teil soll das denn sein? Welches Teil soll das sein, was wir nicht gefunden haben? Das verstehe ich nicht. Okay. Moment mal, wir gehen erstmal hier weg und gehen mal an den Reparaturtisch. Wir haben nur 3 kaputte Teile und haben die kompletten Stromabnehmer zerlegt. Das ist ja strange. Okay, reparieren. 31%, das ist nicht so geil. Nein. Ja, 100% sind wir gut. So. Nein. Ja, okay, also müssen wir kaufen. Stromabnehmer Kleidstück. Moment, dann. Stromabnehmer Rahmen. Kleidstück. Okay. Einmal kaufen, bestellen und ab geht's. So, sehr schön. Das heißt, wir können hier erstmal das Ganze wieder zusammenbauen. So. Aber vielleicht ist ja auch hier noch was kaputt. Aber obwohl ich... Nee.
verstehe nicht, warum ich das nicht prüfen kann. Doch, warte mal, da ging es gerade. So. Ich sehe aber eigentlich alles tippitopp. Nee. Ist die Feder Schrott? Die Feder ist noch kaputt, ja lol. Aber ist auch wieder so ein Ding, ne? Eigentlich ist es... Naja. Sage ich mal nichts dazu, weil das eigentlich bei dem anderen Strom... Wo sind die Feder jetzt? Ach, weil das eigentlich bei dem anderen Stromabnehmer angezeigt wird. Naja, egal. Wisst ihr, wie ich meine? Also, so, passt mal auf. Es steht hier da, bei dem vorderen Stromabnehmer und prüfen Sie bei dem hinteren Stromabnehmerrahmen. Oder bin ich jetzt ganz doof? Nee, wir haben jetzt... Also ich glaube... Ich... Wow. Also entweder ich bin voll oder irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Weil... Irgendwie... Weiß ich nicht warum. Wenn ich auf Montage gehe... Ach so, warte mal. Ich glaube, ich weiß, an was das liegt. Ich muss direkt... Ich muss aufs Dach klicken. Deswegen. Okay, alles klar. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, mein Fehler. Natürlich, welcher sonst, ne? Wie immer mein Fehler. Oh Mann, katastrophal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte letztens auch Livestream gemacht. Und da hat man so ein bisschen auch über den Train Mechanic unterhalten und leider war die Resonanz nicht so geil, weil irgendwie keine Ahnung, wohl zu wenig Spielinhalt auch wäre und das ist wohl schon problematisch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so abwechslungsreich. Also ich weiß, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es beim Car Mechanic Simulator abwechslungsreicher war im Endeffekt. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach zu lange her, wo ich das gespielt habe. Und kennt ihr das, wenn ihr hier, wenn ihr vielleicht am Rechner sitzt und macht gerade was und wie ich jetzt zum Beispiel, ich versuche aufzunehmen und versuche mit euch ein bisschen zu erzählen und die ganze Zeit fliegt so eine fette Kackerfliege um euch rum. Ist nicht so geil. So, wir haben den Auftrag erfüllt, haben gut Geld bekommen, denke ich mal. 2000 waren, glaube ich, angesetzt mit den Bonis. Genau, sehr nice. So, und dann schauen wir mal in unserer Tablet, wie viel Kohle wir aktuell haben. 6400, das heißt, wir können auf jeden Fall ein bisschen was gillen. Dann machen wir mal den Mechanik... Obwohl, hier hätten wir Elektrizität nehmen können, weil wir ja aktuell auch Elektroloks reparieren. So, und jetzt schauen wir aber mal, wenn wir die Tür treffen... Probleme auf der Strecke liegen geblieben ist, wurde Werkstatt abgeschleppt und ist bereit für die Reparatur. Na, dann schauen wir doch mal, was das gute Stück hat. Lokomotive hat ein defektes Wasser- und Ölkühlsystem. Okay. Akkumulatoren. Akkumulatoren. Ah, okay, da haben wir ja schon den Einschlawiner. Der hier ist auf jeden Fall Wasser- und Ölkühler. Können wir den nicht ausbauen? Warum nicht? Moment. Motor. Ach so, ja. Das Rohr ist noch im Weg und das Rohr ist im Weg. Und jetzt aber. Okay, und Akkumulator, da haben wir auch das Rohr. So. Jetzt überlege ich gerade Akkumulatoren. Welche waren das? Da unten die Batterien sind auf jeden Fall auch kaputt. Sind das die Akkumulatoren? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Kleines Rohr. Das haben wir alles. Akkumulatoren. Ja. Eindeutig. So. Wow. Really? Okay. Haben wir auch zwei? Super. Schauen wir mal, ob wir die reparieren können, oder? Wäre ja eigentlich ganz cool. Bestimmt hier Electric Workbench.
Zumindest die Akkumulatoren. 66%, das ist Risiko, Leute. Ja, danke. Und das geht auch schief. Nein, das ging gut. So, das heißt, wir brauchen einen Akkumulator. Akku. Super. Akku. Was macht der denn? Oh, was mache ich denn? Ich drücke immer die verkackten falschen. Och Mann. Schreib's aber auch einfach mal falsch. Egal, einen Hammer kaufen wir mal eben. So. Dann ist es die wirklich. Ernsthaft jetzt? Hydraulik. Oh, okay. Alles klar. So. Das haben wir repariert. Dann hier das noch reparieren. Und das Rohr noch reparieren. Da haben wir überall 100%, was natürlich ziemlich cool ist. Das Rohr noch reparieren. Und jetzt müssen wir noch die Wasser- und Ölkühler reparieren. Oh, auch 100%? Ja, nice. So. Zack, die Bohne. Jetzt gibt's auf die Melone. Wieder einbauen natürlich. So. Einmal. 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 Zack. So, und auch hier müssen die Rohre dran. Einmal das kleine und einmal das große. So, und jetzt hauen wir die zwei Batterien noch wieder rein. Einmal. Können wir hier von hier hinten reinschmeißen quasi. Und dann ist die Lok doch auch schon repariert. Oder denke ich das jetzt nur? It's too easy for me. Akkumulator. Naja, bei uns heißt es Batterie. so, nichtsdestotrotz. Haben wir immer noch einen Auftrag im Buch stehen. Den wir uns natürlich anschauen werden. Verkehrsamt, ja, Bestimmungsstation gemeldet hat sie jetzt, wo sie in der Nähe von bla bla bla. Okay, die müssen wir abholen. Nützt nichts. Zap. Yep, falsche Seite. Wieder prima geklappt. Garage verlassen. Ja, ich bitte darum. Dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum 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 da da dum dum da da dum 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 dum. So. Achso, scheiße, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. In der Wüste. Ja, halt die Esse fest. Wo ist denn hier die scheiß Wüste? Canyon, ist kein Gebirgspass. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo die Kackwüste ist. Ja, scheiß, die waren dann. Ha. Huh. Fuck. Wo ist denn die Wüste, ey? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal hier oben. Wir schauen einfach mal hier oben. Wird schon irgendwo hier sein, die Wüste. Hier sieht zwar noch gar nicht so wüst aus, aber man weiß ja nicht. Das passt. Jetzt mal hier abbiegen. Ich weiß nicht, ob hier die Wüste ist. Ganz ehrlich, hier vorne. Seht ihr? Das gelbe Gebiet hier. Schauen einfach mal, oder? Da vorne ist es doch. Super, passt doch. Wüste Ost. Steht nicht etwa Wüste dran, oder? Das ist ganz Gebiet. Nö. So, wir schmeißen schon mal die Bremse rein. Ist der Kleine umgefallen? Nee, muss nur abgeschleppt werden. Müssen wir nur anhängen. Andere Richtung bitte. Okay. Und da fahren wir direkt zurück in den Lokschuppen. Mit der Elektrolok im Schlepptau. Bin so gespannt. Wollen wir mal schauen, ob wir die noch schnell repariert bekommen? Aber Leute, über was ich mich auf jeden Fall freuen würde, ist, wenn ihr mich bei dem Projekt hier ein bisschen unterstützt.
Ja, und mir das Däumchen da lasst. Das wäre echt cool. Das wäre echt mega. Und nichtsdestotrotz, heute kam eine Folge oder die erste Folge American Truck Simulator mit der Jean zusammen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es wird noch mega lustig. Ich bitte eins einfach mal zu entschuldigen. Und zwar, das sind, glaube ich, die Audio-Einstellungen dort. Die sind nicht gerade so geil gewesen. Leider die Musik ein bisschen zu laut. Das ist das Problem. Aber das nächste Mal dann besser. Also, in der nächsten Aufnahmesession. So. Okay, zum Reparieren. Ich bin gespannt, was kaputt ist. Und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt in der Folge noch schaffen oder nicht. Na? Ach du Scheiße. Scheint so stark beschädigt sein. Ich finde alle beschädigten Bauteile. Das ist jetzt, sie prüfen die Sicherung. Sicherung prüfen. Machen wir als erstes. Okay. Obwohl wir hier direkt mal rausbauen können schon, weil das ist auf jeden Fall Schrott. Und hier der Dämpfer, habe ich gesehen, ist auch Schrott. So, wie sieht ansonsten aus? Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Okay, auch hier den Dämpfer raus. Der ist nämlich auch kaputt und das Achslager auch raus. So, dann haben wir schon mal das. Schauen hier drüben nochmal drüber. Okay, das sieht eigentlich alles ganz gechillt aus. So, Sicherung sollen wir prüfen. Warte mal, wo waren denn die Sicherungen? Ich glaube, die waren auf der anderen Ecke, ne? Waren hier die Sicherungen? Da waren die Sicherungen. So. Man kommt hier echt so saubeschissen ran, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber hier haben wir noch einen Übeltäter. So. Okay. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Aber hier. Die Sicherung. Die ist Schrott. Die ist Schrott. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Sicherungen das waren. Zwei. Nicht gefunden. Ein Teil haben wir noch nicht gefunden. Glaube ich. War das jetzt nur eins? Schauen wir uns doch nochmal ganz genau um. Da haben wir es doch schon. So. Kann eigentlich nicht sein, dass es nur eins war. Nicht gefunden. Nein, es ist noch eins. Siehst du? Ich wusste es doch. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den ganzen Quark repariert bekommen. Sicherung kann man, glaube ich, nicht reparieren. Das war eine 15 und eine 25 Ampere. Okay. Die können wir reparieren, die Stoßdämpfer. Das machen wir natürlich. So, den auch noch. Ich glaube, vier Stoßdämpfer sind kaputt. Wer weiß, über was da drüber gefahren ist. Bin ich mir nicht so sicher. So, das Rohr können wir reparieren. Das passt auch. Ich weiß nicht, ob wir den Achsschenkel reparieren können oder das Achslager. Auf jeden Fall nicht hier an dem Tisch. Wow, die Sicherung. Ist das lächerlich. Die Sicherung können wir an dem Tisch reparieren und die nicht. Wie dämlich ist das denn bitte? Oder? Das ist ja Bretthol, oder? Die eine. Okay, egal. Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist echt blöd. Warte mal, stopp. Reparaturprobe beendet. Okay, ging nicht zu reparieren oder was? Oh, das ist ja ärgerlich. Warum hat er die jetzt nicht repariert? Oder muss doch hier vorne auch? Nö. Also brauchen wir jetzt noch eine 15 Ampere Sicherung. Hydraulik. Sicherung. Motorteile. Sicherung 15. Einmal nehmen wir 600 Euro eine. Es ist eigentlich unglaublich. Ups. Danke. So, und dann bauen wir den Quark erstmal wieder ein. Hier war es nichts. Hier drüben war es. So, einmal. Seht ihr, haben wir noch gut hingekriegt in der Folge. Ist zwar ein bisschen länger, aber ja, was soll's. Ne, wir wollen ja auch relativ schnell zu den Steam-Lokomotiven. Obwohl wir eigentlich
noch gut zu tun haben. Warte mal, da müssen wir auf den Motor. Achso, hier können wir erstmal noch einbauen. Das Rohr, genau. Dann haben wir das auch schon mal wieder weg. Echt, das Einzige, was hier echt blöd ist, ist mit der Kamera. Okay. Auswählen, die Sicherung wieder rein. Die Sicherung wieder rein. Und dann bauen wir hier vorne die drei Teile noch wieder rein. Und dann haben wir das. Okay. So, einmal. Zweimal. Ah, ah. Das Abendbrot ist fertig. Ich habe gerade Meldung bekommen vom Oberfeldwebel hier. Oberfeldwebel im Haus. Das Abendbrot ist fertig. Ich muss los, Leute. Lecker Mampf. Ich glaube, es gibt Chili con Carne. Ja. Steht ja auch auf so einen Scheiß wie Chili con Carne und so. Ich esse das ja total gerne, ne? Und ich glaube, es gibt noch Dönerpizza von gestern, die war noch übrig. Haben wir alles? Dum. Zack, Kohle ran, Junge. Lok ist repariert. Tschüss und Wiedersehen. So, sage ich aber jetzt auch hier, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich somit ein bisschen unterstützt und mir zeigt, dass euch das Projekt gefällt. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag euch noch, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, euer Manus.